Recht herzlich willkommen zur 127. Folge von Avorion. Ja, wir haben letztens noch den Kampf hier zugeguckt. Die Wracks sind jetzt wahrscheinlich hier überall. Da ist zum Beispiel eins, oder? Ja. Aber wir wollten ganz woanders hin. Ich glaube, es war hier, ne? Oder? Eisenmine? Nee, war es nicht. Wo ist jetzt bitte schön die Raumjägerfabrik da? Da wollten wir hin, um dann Teile zu verkaufen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann fliegen wir da mal schnell hin. Der Miner, der war ja schon unterwegs am Arbeiten. Und ja, irgendwo war auch der, weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Der flog ihr Auto hier gegen, ne? Und verkaufte oder kaufte was, ne? Müssen wir mal gleich gucken. Aber erstmal fliegen wir jetzt hier hin und gucken, dass wir da was loswerden. So. Dann müssen wir andocken. Okay, dann sind wir schon da. Gut, Crew erneuern, nein, Jäger bauen, schon Ausrüstung handeln. Da wollten wir hin. Und wir wollten schauen, dass wir was verkaufen, ne? Wir haben noch eine zweite Seite. Fangen wir mal nicht von hinten an. Doppelreparaturgeschützturm. Müll verkaufen, aber wir haben hier keinen Müll markiert, ne? Das müsste man, glaube ich, machen. Kann weg. Kann weg. Und das rückt alles auf. Dann haben wir zig von. Eisen weg. Auch weg. Hä? Warum macht er das nicht? Jetzt, okay. Doppellasergeschützturm. Doppelpulskanonengeschützturm, auch weg. Reparaturgeschützturm. Kanonengeschützturm. Das kann auch weg. Kanonengeschützturm, weg. Reparatur und Doppelnanoid-Abwrackgeschützturm. Warte mal, da mal Titanabwracker. Reparaturgeschützturm haben wir da oben. In einer besseren Ausführung, also kann der weg. Da oben sind auch Abwrackgeschütztürme. Dann kann der auch weg. Ein Tesla-Geschützturm. Doppelreparaturgeschützturm. Die sind auf jeden Fall zweimal vorne und der obere ist der bessere, also kann der untere weg. Geschützkontrollsystem, achso, da hängt alles aneinander, alles klar. Doppel-Tesla-Geschützturm, dann kann der einfache doch erstmal schon mal weg. Naunit-Bergbau-Geschützturm, Vierfach-Kanonen-Geschützturm. Polter-Geschützturm, der ist nichts wert, also auch weg. Und die sind ja dann auch alle hier noch so schön grün, ne? Ungewöhnlich. Und die sind nur gewöhnlich. Ich würde jetzt einfach die, wenn wir... Reparatur, Doppelreparaturgeschützturm. Dann kann ein normaler Reparaturgeschützturm eigentlich weg, weil... Ah ne, okay, zwei wollen wir vielleicht besser behalten, ne? Doppelmaschinengeschützturm. Da Doppelkanonengeschützturm. Doppelmaschinengeschützturm. Der hier sieht ja schon schwach aus, ne? 25,6 Schaden, 184,9. Doppelmaschinen. Dann hauen wir den noch raus. Doppel-Tesla-Geschützturm. Vierfach. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das ist nur Eisen hier. Doppel-Laser-Geschützturm. 47,1. Wie viel Abwracker haben wir denn hier? 1, 2, 3. Kanonen haben wir, Bergbau haben wir nur einen, oder? Reparatur haben wir 1, 2.
Es ist schon fast so, dass wir das vielleicht besser so behalten sollten, ne? Doppel-Tesla. Ich glaube, das belassen wir mal so. Antiques-Upgrade, dann gehen wir mal auf Seite 2. C43-Detektor. Tech-Frachtraum-Upgrade, Geschützkontrollsystem-Generator-Upgrade, Energie-nach-Schild-Konverter. Verkaufen wir mal, sowas mag ich nicht. Transporter-Software. Dockabstand 1 Kilometer, das ist natürlich nicht schlecht. Radar-Upgrade, das ist aber Müll, ne? Die Tokens da unten, die kosten richtig, bringen richtig viel Geld. Das hauen wir mal raus. Da ist jetzt aber nichts mehr, ne? Genau, da ist die Seite und das war's. Geschützkontrollsysteme gibt's 2. Schicken wir einen in die Wüste. Da ist ein besseres Radar-Upgrade nämlich auch, ne? Ja, okay, dann ich glaube, das können wir so mal lassen. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. Ach so, wir sollten vielleicht nochmal docken und gucken, was wir kaufen vielleicht können. Obwohl ich nicht. Repair-Jäger. Ach, das war ja nur Jäger hier. Dafür braucht man ja dann wieder Dingens, ne? Ne, sag schon. Ja, Docking-Port. Nee, Docking-Port. Doch, ich glaube, Docking-Port ist es, ne? Also können wir da nichts machen. Gut, fliegen wir mal ein Stück hiervon weg. Dann haben wir das schon mal. So, und dann müssen wir mal schauen, wo unser Dingens geblieben ist. Ich glaube, das ist er, ne? Hey, könnte ich den mal... Ist das der meiner? Ja. Astronia. Das ist das Schiff jetzt. Befehle. Crew-Frachtjäger transferieren. Was hat er denn gekauft gehabt? Kann man das sehen? Ladung austauschen hat er nicht. Raumjäger austauschen hat er nicht. Also nur Crew hat er. Was er dann gemacht hat? Keine Ahnung. Das ist jetzt die Erzmine, ne? Funktioniert richtig gut, ne? Dass ich den auswählen kann. G brauche ich so. Ja. Schild alles 100%. Fliegen wir da mal näher ran. Der Miner ist oben im Feld, das ist alles gut. Der sammelt auch ordentlich Naonit ein. Das hier ist eine Erzhütte. Ja. Okay. Was hat die uns zu bieten hier jetzt? Das schwarze Brett. Lieferung Erz. Unwichtig. Güter handeln. Die haben hier Erz, ne? Antigrav-Einheiten gibt's hier. Das bringt uns alle nicht weiter. Er hat doch das Handelssystem drin, ne? Hier ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist das Richtige, sondern wir müssen es, wenn, über die Karte machen, ne? Das wäre dieses hier dann. Güter kaufen. Das war Erz, ne? Nicht Eisenerz, sondern nur Erz war das. Menge war, glaube ich, 35, das waren 2.
Durchschnittspreis. 75 hatten wir da, ne? So, und fliegt er jetzt hin und kauft was? Sieht so aus, aber er fliegt wo ganz anders hin, ne? Oder? Ah ne, der holt's da weg. F. Ja, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Da jetzt was passiert. Er saugt sich da auf jeden Fall ran. Und da ist die Frage, wann er was einkauft. Ob ich das hier überhaupt mitkriege. F interagieren. Sehe ich nichts. Er macht was auf jeden Fall jetzt gerade. Ah, doch, er hat was gekauft. 35 Hertz. Kann leider nicht sehen, zu was für ein Preis, ne? Oder? Naja. Gut, dann, nee, das war ja nicht da, das können wir knicken, sondern das war ja hier. Und dann Güter verkaufen, Erz zu 100% verkaufen. Also Menge, 35. So, jetzt kommt die Meldung, dass niemand braucht, oder? F. Befehle. Mich eskortieren. Gut. So, und dann müssen wir mal gucken, wo wir hinfliegen. Den lassen wir erstmal hier, den Miner 1. Der hat ja hier ein paar Asteroiden. Und wir schauen zu, dass wir irgendwo hinkommen, ne? Und hoffen, dass wir es dann irgendwo verkaufen können. Lohnt tut sich das aber wahrscheinlich gar nicht, was wir da jetzt gemacht haben, aber naja. Wo ist denn jetzt ein Tor? Sehe ich gerade kein Tor. Da. Süd-Südost, ne? Ist das Richtige dann. Dann fliegen wir da mal hin. So. Einmal durch das Tor durch und dann gucken, dass wir da den Erz wieder loswerden könnten. Ich hoffe, der fliegt hinter uns nicht gegen den Asteroiden, so wie wir da gerade knapp nebenher geflogen sind. Gucken wir mal. Okay. So, hier müssen wir mal gucken. Das ist eine Munitionsfabrik. F. Die brauchst du aber schon mal nicht. Elektromagnetfabrik. Brauchst du was auch nicht. Torbe wird bezahlt, das heißt, er ist da. Metallplattenfabrik, vielleicht die. Stahl und Silber, super. Ist da gerade hier unten reingesegelt. Gut, dann gehen wir mal gerade auf die Karte. Gehen auf den Weg. Güter verkaufen. Erz. 35. Piraten greifen den Sektor an, das ist schlecht.
Aber er steht hier immer noch neben uns. Das bedeutet, hier gibt es das nicht zum Verkaufen. Okay. Der ist ziemlich schnell unterwegs hier. So ein Frachter. Ist jetzt die Frage, ob wir da irgendwo eine Chance haben. Es gibt auf jeden Fall Kollegen, die da angreifen. Und dann sollten wir vielleicht da mal helfen. Wird ja dann auch für die Fraktion besser. Oh, hier sind ganz viele Asteroiden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, er versteckt sich gerade sehr schön hinterm Dingens. Okay, fliegen wir mal näher, dann ist der gleich auch hin. Gut, Fraktionsverbesserung. 2000 verbessert. Da unten ist, nee, ist ein rotes Tor, das heißt, das war's schon. Ja, okay, dann würde ich ja sagen, machen wir aber auch hier erst eine Pause, überlegen dann mal noch ganz genau, was wir machen wollen und schauen dann weiter, ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und der Folge vielleicht einen Daumen hoch geben könntet, wenn es euch gefallen hat. Und des Weiteren natürlich macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wann das nächste Video kommt. Alles klar, bis dann. Tschüss.